Huch, wo ist die Kamera? Hallöchen, Popöchen, schwupp, da bin ich. Und willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist Mekko und wir spielen heute wieder Medieval Dynasty. Wir haben in der letzten Folge rausgefunden, dass unser Onkel Uni Jordan umgebracht worden ist. Frecherweise. Und jetzt wollen wir herausfinden, von wem. Dafür müssen wir aber erst ein paar Aufgaben erfüllen. Und ich habe jetzt gerade ein bisschen was verkauft und habe locker mal einen Taui gemacht, Alter. Heftig. So, wir müssen wieder zurück nach Jezerika. Da kommen wir zwar gerade erst her, halb so wild. Wir fressen jetzt noch ein bisschen Fleisch. Wir haben ja mehr als genug mitgenommen, weil wir schlau waren. Eine Nacht ist jetzt rum. Die haben also produziert, die Leute, ja. Ja, weiß Bescheid. So. Wenn wir unterwegs was jagen können, dann machen wir das wieder. Schießen alles ab, was nicht nied- und nagelfest ist. Ja. Also Knete haben wir erstmal genug. Also nicht genug. Genug haben wir nie. Niemals haben wir hier genug in diesem Spiel. Aber ich gebe mein Bestes. Hat der ja grandios daneben geschossen, wa? Mitten in die Fresse, Junge. Boah, haben wir auch noch getroffen. Da gehen wir hinterher. Ich verkaufe die ganze Zeit das Fleisch und das Leder dann einfach, weil das bringt richtig Knete. So, der da oben, der verblutet eigentlich gerade. Okay, die stehen da irgendwie auf einer Stelle. Die haben wir da alle mitgenommen. Schön. Gut. Gut, dann sehen wir uns, wenn ich in Jezerika angekommen bin, denn jetzt wird, glaube ich, nicht so viel passieren. Ich brauche schon wieder ein Messer, kann ich nicht herstellen, weil mir Stöcke fehlen. Oh. So, oder? Komm, ich lass laufen. Egal, vielleicht passiert ja noch ein bisschen was Interessantes. Matcha-Tee ist einfach geil. Kalter Matcha-Tee mit ein bisschen Zitrone. Lecker. So, jetzt die Frage, da hinten können wir uns auf jeden Fall auch waschen. Machen wir mal eben schnell, oder? Ach komm, wir können uns da auch waschen, wenn wir bei denen sind. So schlimm ist es jetzt nicht. Das speichern wir auf jeden Fall, weil das ist schon wieder gut Leder. Jetzt überlege ich gerade, versuche ich den? Oh. Kannst du einfach mal sterben? Du alte Pimmelnase. Wie lädst du nur aus? Auf wegzurennen und stirb einfach, du dumme Sau!
Mein Gott. Bringt viel Fleisch, viel Wolle wahrscheinlich, ne? Leder, 19 Leder, Alter. Und ein Wiesenschädel haben wir. Wie groß ist das denn? Wir haben einen Wiesenschädel dabei. Wo krassen. Gucken wir mal im Inventar, wie das aussieht. Da. Kriegst aber nur 30 für das Wiesenschädel. Baum gut. Was mich ein bisschen wundert, man soll später eine Mine bauen können, ein Minenhaus, Häuslein, whatever. Und das muss man an einen Höhleneingang bauen. Ich habe noch nie einen Höhleneingang gesehen hier irgendwie. Ich bin ja jetzt schon wirklich viel über die Berge und querfeldein und hoch und runter und links und rechts und habe ich gemacht schon viel. I don't know. Wer bin ich denn auch schon? Und einen Bären habe ich halt auch noch nicht gefunden. Der wäre ja auch nochmal interessant, weil einen Bären zu töten... Ja, erstens wäre das eine Aufgabe. Und zweitens... wäre ja auch mal eine neue Herausforderung, ne? Ein Bärchen, der die Bären in die Fresse ballern. Wow. Kennst du das, wenn du so einen Berg runterrennst und nicht mehr stoppen kannst? Ich bin mal mit Inlinern so einen Berg runtergefahren. Und da war rechts und links Wiese. Und weil ich bremsen wollte und nicht mehr bremsen konnte, bin ich auf die Wiese gefahren, weil ich dachte, gut, da wirst du langsamer. Junge, bin ich voll auf die Fresse geflogen, voll auf meinem Bauch. Und auf einmal war in Sekunden... hatte ich keine Luft mehr. Ich habe keine Luft mehr bekommen, weil ich so auf den Bauch geballert bin, ey. Das war heftig. Das war richtig heftig. Ich überlege gerade, ob ich... ja, wenn der nicht so teuer wäre, ich würde einen Ring für meine Olle kaufen. Als Geschenk. Können wir den nicht umbringen? Warum hat denn eigentlich keiner von euch Pissfressen einen scheiß Eimer mit verkackgorener Milch? So, wir sollen jetzt hier diesen Typen finden. Was los, der Angler oder was? Moin! Hi. Guten Tag auch! Dobogoy, ich bin gekommen, um dich um deine Hilfe zu bitten. Du kommst immer gleich zur Sache, was? Tut mir leid, es ist nur die Angelegenheit, es dringt. Und was habe ich damit zu tun? Kestrel meinte, du schuldest ihr einen Gefallen. Oh, das meint sie, hm? Verdammt, dieses Weibsbild. Und ich dachte, sie mag mich einfach nur. Ich kenne die Details eurer Beziehung nicht. Vergiss es, was braucht sie? Es geht um einen alten Mann, der das Tal verlassen muss und dafür Begleitschutz braucht. Es würde sicher nicht mehr als 2 Tage in Anspruch nehmen. Entschuldige, dabei kann ich euch nicht helfen. Aber warum nicht? Ich habe meine Armbrust nicht mehr. Sagen wir, dass sie mir aus den Händen gerutscht ist, weil ich ein Dummkopf bin und bei diesem dummen Rätselspiel verloren habe. Und wenn ich dir eine neue Armbrust besorge, dann würde ich es machen. Ich komme mit deiner Waffe zurück. Mhm. Habe ich nicht eine Armbrust gefunden? Also wir haben bei uns, glaube ich, eine Armbrust. So, dann ab nach Lechnica, dann gehen wir wieder nach Denica, wieder nach Hause. Okay, wir machen jetzt eine kleine Rundreise. Einmal für die Milch. Jetzt gucken wir nochmal, ob wir hier noch einen Händler finden. Was mit dir? Suchst du uns zu Hause? Ah. Dann los geht's. Lechnica, wo geht's lang? Wo muss ich lang? Da lang. Los geht's! Können wir mal eben duschen, weil wir stinken wohl scheinbar. So. Okay. Ihr seht, ich fühle mich ein bisschen wie Robin Hood im Moment.
Ich renne mich einfach durch die Wälder wie ein Geisteskranker. Und ja, von Ort zu Ort. Also ich weiß, ich habe 1000 Armbrust. Die geben bei ihm. Und dann soll er die Fresse halten. Ja. Dies machen wir. Genau auf diese Art und Weise. Alter, ich trinke einfach zu viel. Das ist aber auch ein bekacktes Pisswetter hier, ey. Und ich will hier so einen Hasen jetzt in die Fresse schießen. Frage ist tatsächlich, wo man so einen beschissenen Bären jetzt finden soll. So. Du suchst doch eine Bleibe, oder? Ja. Sehr gut. Sehr gut. Wir haben einen neuen Mitarbeiter. Kannst du mir was verkaufen? Nein, kannst du nicht. Kannst du mir was verkaufen? Nein, kannst du nicht. Suchst du eine Bleibe? Nein, suchst du nicht. Du kannst mir aber was verkaufen, junge Frau. Und zwar nix. Toll. Hier hast du rohes Fleisch. Ich hätte 90 mal rohes Fleisch anzubieten. Ich hätte 19 Lehne anzubieten. Ich hätte einen Wiesenschädel, Alter. Wer ist ja schon, oder? Okay. Was haben wir gemacht? Ich brauche einen scheiß Eimer mit vergorenem Milch. Ein Spielzeugschwert. Das nehme ich mit, falls ich ihn, also wenn ich einen Jungen kriege, dann kriegt der ein Spielzeugschwert von mir. Oh? Okay, hier ist also nix. Dann starte ich den Durchmarsch nach Rollnicker. Rollnicker. So, wir haben ein einfaches Haus noch. Hier, zack. Du kannst da einziehen. Und in was bist du denn gut, Nadimir? Nadimir ist in nichts gut eigentlich. In einem Pfeife ist der Typ. Toll. Dann, was brauche ich denn noch? Dann gehst du sammeln, du Kacklappen. Und zwar... Hä? Ja, nat mir, geht sammeln. Und zwar sammelst du mir bitte Ton. Ich möchte Ton haben. Ton für 70%. Und den Rest Stroh.
Ja, das sieht gut aus. So. Dann machen wir noch mal einen schnellen Durchmarsch nach unten. Und hoffen, also ich muss nur diese saure Milch finden. Ich weiß, da war einer, der hatte die. Aber ich weiß nicht mehr wo. Und so eine Höhle zu finden wäre auch irgendwie mal nice, ne? So, der sagt mir jetzt wahrscheinlich, also ich habe hier wieder mehrere Anfragen oder Probleme. Der braucht im Holzschuppen Werkzeug, dem fehlt eine Axt. Der Fischerhütte fehlt schon wieder was. Ein Fischspeer, aber ein Messer. Fehlt schon wieder, das kann ja gar nicht. Ein Messer hatten wir mehr als genug. Ganz kuriose Geschichte hier. Ich weiß es auch nicht. Was war jetzt? Warte mal, was war jetzt in der Scheune? Mal gut, noch ganz kurz, sorry. In der Schmiede? Kein Material, Hammer. Haltbarkeit. Ich habe Hammer gebaut, ihr Pissbacken. Was für Material fehlt? Ach, Material. Also Holz und Stöcke? Kann doch gar nicht sein. Materiallager. Holz. Stämme 105. Richtig nice. Und Stöcke. Wir haben keine Stöcke. Wo sind unsere Holzschuppenfuzzis? Jung. Du sammelst mal bitte keine Holzstämme mehr, du sammelst mal nur noch Stöcke. Ja. Wie viel habt ihr an Holzstöcke? Kein Werkzeug, der hat keine Axt. Zwei Bretter macht er am Tag fertig, sammelt noch 6 Stöcke, 32 Holzstämme. Eigentlich soweit alles gut. Ich bin ja tatsächlich so der Typ, ich gehe gerne hin und habe von jedem Haus dann so viel, dass jeder einmal alles macht. Einfach aus dem Sinn, dass ich weiß, also wirklich weiß, hundertprozentig dann weiß, dass alles maximal gesammelt wird. Und ich glaube, beim Holz wird es genau das sein, was passieren wird. Ich werde noch einen vierten Holzstand bauen und werde noch jemanden losschicken, Material sammeln. Kommen hier keine Tiere mehr oder was? Ich will irgendwas abballern. Da ist schon wieder. Also auf Nahkampf ist so ein Wiesent auch nicht geil, ne? Ich kann es ja mal versuchen. Ablegen. Du musst nur schnell genug in die Fresse schießen, dann kannst du die ordentlich platt machen.
kann ja noch mal den hier jetzt starten. Leider noch ein bisschen, aber das habe ich noch geschafft, Alter. Du Pissflitsche, hat voll weh getan. In 1000 Kopfnüssen hier. Ja, jetzt renn nicht weg hier. Kämpf auch wie ein Mann. Schon wieder an, ne? 5 Stücke, 10 Steine. Prinzipiell sollte ich das mal öfter nutzen. Gar nicht so blöd. Wobei jetzt werde ich es auch nicht mehr brauchen, weil jetzt sammeln die ja Steine und so, also in Massen ja auch, ne? Alter, guck mal mein Leben, ich bin richtig im Arsch. Der hat mir... Das klingelt auch noch. Mann. Amateuren. Können Sie nehmen für Ihre Nachbarn? Nein! So. Ich habe 10 Breitenwegerich. Das stellt 2 Gesundheit wieder her. Das ist nicht so viel, aber... Dann fresse ich jetzt einfach ein bisschen was davon und dann geht es mir auf jeden Fall besser. Da müssen wir lang. Nochmal speichern. Ah, 2 Wiesent platt gemacht, ey. Wir sind richtige Wiesentjäger. Da ist die Mühle. Uhuhu. So. Hallo, meine Freunde. Hallo. Kann mir jemand was verkaufen? Ich brauche Weiber für mein Haus. Dunk. Die nehme ich mit. Dafür kriegst du von mir Fleisch und Leder. Geil, dankeschön. Das war schon mal sehr gut. Kasimira! Großartig! Rambert! Ich glaube, ich habe noch ein Haus, was unbesetzt ist. So. Also, wir haben noch hier ein Haus. Hulimir, du kriegst die alte Kasimira dazu, die ist ein 19ers Pass, da können die schön, ne, Rammelbammel machen. So, jetzt haben wir nur noch ein Haus, wo ein Einzelner reinpasst. Da kommt der Ostrod rein. Und jetzt ist die Frage, Moment, also 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, einer. Also wir brauchen nur noch 2 Personen. Einmal eine Frau und nochmal eine Frau. Ne? 2 Frauen brauchen wir noch. Läuft. Bin ich gut. 2 Frauen fehlt noch. Dachte ich könnte vielleicht machen, dass der das Gebäude baut. Aber nein. Also nur in der Küche fehlt jetzt noch jemand, ne? In der Scheune, im Feldschuppen. Ey, voll geil. Also wir haben jetzt noch 2 neue Arbeiter, die noch nicht zugewiesen sind. Das heißt, wir haben noch eine Küche. Und ich wollte ja sowieso noch hier den Knippelmax da machen.
den Holzfuzzi, der Grabungsschuppen, da passt noch einer rein. Wer von euch ist denn geeigneter hier? Du. Dann viel Erfolg. So, ich brauche saure Milch. Hat denn keiner von euch saure Milch? Das kann doch nicht wahr sein. Warte mal, irgendwer brauchte doch Samen. Das waren... eine rote Beete und eine Zwiebelsamen, ne? Hatten wir denn da nicht eine Aufgabe? Ja, ich suche ja schon. Ich mache hier eine Weltreise für meine Frau. Ne, die Aufgabe ist weg, ne? Julius. Dann gehen wir nochmal nach Tutti. Attila. Das ist aber auch ehrlich gesagt ganz schön Arbeit. Die olle saure Milch für meine liebe Frau zu finden. Und ich meine, ihr seht ja uncut, was ich gerade hier für eine Weltreise mache. Ne? Ich renne ja wirklich einmal rum. Just for make her happy. Ist halt ärgerlich jetzt gerade, dass es wieder dunkel wird. Damit schon 2 Tage dieses Monats damit verschwendet, nur durch die Weltgeschichte zu rennen. Guten Tag, meine Freunde! Jutruvio! Bratumilia! Ihr habt auf jeden Fall Ziegen. Esel. Ja. Sehr schön. Mann kann ich nicht gebrauchen. Tut mir leid. Vollrad. So, das passt. Wo sind denn die ganzen Leute, mit denen man handeln kann? Er ist schon am Schlafen in den Häusern. Zeig mir deine Waren. Dung. Alter, ich schwöre, ich nehme den ganzen Dung mit. Kann ich dir irgendwie helfen? Verehrter Herr, kannst du mir bei einer Besorgung behilflich sein? Worum geht's? Ich habe versprochen, ein paar Hosen für die Leute hier zu nähen, aber mir ist das Material ausgegangen. Ich werde dich natürlich entlohnen. Sicher, warum nicht? Ich habe etwas freie Zeit. Was will sie haben? Tagebuch. Alte Lumpen. Leder. Ach, easy peasy, lemon squeezy. Habe ich gleich für dich, Leder. Lass mich mal hier gucken. Rennt hier irgendwas rum? Augen auf, Freunde. Die Frau braucht Leder, Hirsch. Hirsch ist doch schon mal perfekt. Nur finden das Viehzeug und dann... nochmal Leder. Da vorne kommt schon mal Ledernis. Huch.
Das ist zwar kein Hirsch, aber so ähnlich. Also willst du mir sagen, ich habe keine Pfeile mehr? Sag mal, wo sind meine ganzen Pfeile? Okay. Jetzt wird schwer, einen Hirsch zu plätten. Da ist einer. Aber der gibt Leder, wenn ich den platt mache. Und nicht wenig. Edelreiz. Was für ein Teil? Ich will die Hirschkuh plätten. Mensch. 3 Leder. Ich muss noch mehr Leder haben. Ja, 6 Leder, da haben wir doch. Ich komm zurück. Ich hab dein Leder. Ich muss ihn nur noch wiederfinden. Also ich stand hier bei dem umgefallenen Baum. Jetzt ist sie weg. Hast du das? Schnell, hast du was ich brauche? Ich hab's eilig. Entspann dich mal. Ich hab alles hier wie versprochen. Okay. Saure Milch haben wir hier immer noch nicht bekommen. Dann Baranica, ich mache jetzt die Rundreise hier, definitiv, es tut mir leid, aber mache ich eben, Sekunde. So, da müssen wir lang, ne, hier sind wir, in Tutki. Wir haben jetzt hier nachgeguckt, ne, hier gab es keinen, ne, gut, auf geht's, Schnelli, warte mal, welche Richtung, da lang. So, ja, wir müssen uns eigentlich auch mal langsam wieder entladen. Zu viel Stuff dabei, wir wiegen zu viel. Ich bin etwas verwirrt, weil ich nicht verstehe, wo meine... ganzen Pfeile hin sind. Ja, ich habe viel rumgeballert, I know. Aber sammelt er die Pfeile nicht wieder auf, wenn man was tötet? Was ist das für ein Vieh? Weg. Ich überlege gerade, ob ich jetzt hier den Weg lang laufe, weil der geht schon so ein bisschen eiförmig. Egal, ich laufe den Weg lang. Vielleicht finde ich ja noch was zum Aufheben. Frag mich, warum ich so beladen bin. Habe ich denn ein Schweres dabei? Bären könnte ich jetzt zum Beispiel nicht mehr bekämpfen. So, und ich glaube, ich brauche jetzt noch eine Frau für meine Stadt, ne? Dann sind wir gut gefüllt. Ein kleines Haus habe ich noch mit einem Mann. Und da brauchen wir noch eine Frau für. Und die sitzt hier. Schön. Verwaltung. Willkommen im Dorf, Olle. Ja, bitteschön. Strohgebur. Bogdan, zeig mir mal deine Waren. Nee, damit kann ich nichts anfangen. Habt ihr Kühe? Irgendwo? Alter.
Ihr habt aber ein fettes Feld, Alter. Krass. Verpisch mal weiter. Kann dir nichts klauen, wenn du hier stehst. So. Na gut, hier wird nichts sein. Dann gehen wir nach Branica, nach Baranica. Da wird's auch wieder Tag. Und irgendwo gab's saure fucking Milch. Ich bin mir nicht sicher. Ja, ich sollte vielleicht beim nächsten Händler auch mal kurz warten, innehalten und was verkaufen. Das wäre vielleicht gar nicht so dumm. Und ich sollte nochmal zurück zum Wasser gehen. Denn ich bin mehr als die Hälfte durstig und hier kommt nicht mehr viel. So, wir haben jetzt laut Map Tag 3, 0 Uhr 25. Das bedeutet, wir sind jetzt schon 3 Tage nur am Rumeiern, um fucking Milch zu besorgen. Und es kommt ja noch ein bisschen was auf uns zu. Was ist das hier? Kann ich mir das klauen? Ich kann es kaufen. Ich will es nicht kaufen, ich will es klauen. Hast du was zu verkaufen, Pritschewitsch? So, Freunde, tut mir leid, wir sind leider voll, ne? Also ich kann nichts mehr aufnehmen hier. Aber ihr habt auch keine Kuh, ne? Aber vielleicht der Händler, ja? Hab Bock nach. Guten Morgen, aufwachen, ich brauche verkaufen. Ich brauche verkaufen, guten Morgen. Oh. Hat sich keiner gesehen. Guten Morgen, Wolfram. Guten Morgen. Olga, auch nichts verkaufen. Hier, verkauft ihr einer was oder wie? Guten Morgen. Keiner da. Hä? Jetzt ich bin verwirrt. Jaromir, Morjorma, Norbert. Norbert, der einzige, der verkaufen tut und auch hat Aufgabe. Also wir müssen warten bis aufwachen, Norbert. Darf ich mich zu euch setzen, ja? Ah, so schicki, Alter. So! Wir haben uns den Arschwund gewartet, da kommen die Leute raus aus den Häusern. Ich sitze hier mit verschränkten Armen, weil mir scheiße kalt ist, weil ich Ewigkeiten gewartet habe. Und da kommt... was ist das hier? Jaromir, Kasimir. Warte mal. Kannst du mal aufstehen, du Penner! Na mal. Also absolut frech hier. Kann ich mir was helfen? Ja, ich brauche Hilfe. Ich fühle mich in letzter Zeit nicht gut. Ich glaube, dass ich mir etwas eingefangen habe. Würdest du mir bitte ein paar Pilze oder Kräuter bringen, damit ich mir eine Suppe kochen kann? Das ist ein bewährtes Hausmittel bei uns. Klar, bringe ich es zu dir. So, danke, ja. Schreib mir da der Waren. Und
Du hast selber massenweise Pilze dabei, du Affenarsch, und willst von mir, dass ich dir Pilze bringe. Ich hau dir gleich einen in die Fresse, ehrlich, ey. So einen richtigen Backpfeifen-Fatschen, Alter. Ja, mei. Und wieder kein Rotzeimer mit Siffmilch, ey. Ich krieg einen Krampf. Hier hast du Federn. So, Fleisch habe ich auch massenweise. Ich habe einen Hirschschädel dabei. Leinengarn, Pelze. Pelze kannst du auch haben. Steinmesser behalte ich alles, meinst du, Pisser. So. Dung, ich habe so viel Dung dabei, deswegen bin ich so überladen. Ich verstehe. Okay, was willst du denn haben? Mein Ganne. Breitwegerich, Birkenmilchling, Riesenschirmling. Breitwegerich. Alter, komm. Wie finde ich die Scheiße hier? Warte mal, breitwegerich sind die Kräuter, die ich auch immer fresse. Hier, die sehen doch so aus. Das ist Stein. Breitwegerich. Habe ich. Muss ich schnell in irgendeinem Wald rennen hier. Da drüben ist der dichteste. Inventar. Fressen. Wir sind jetzt hier. Ja, ich gehe ja nur schnell Pilze suchen. Riesenschirmling, Birkenmilchling. Achso, das geht. Ah, das frisst man aus darauf. So, jetzt muss ich eine Birke finden. Das da ist eine Birke. Hier sollen jetzt Birkenmilchlinge wachsen. Oder was? Kann ich dem hier einfach einen Stein an den Kopf hauen? Birkenmilchling, Alter. Jetzt kriege ich aber schon wieder hier einen Rappel, Alter. Ja. Birkenmilchling. Einen, weißt du? Wahrscheinlich, weil es so ein komplizierter Dreckscheiß ist, den man nicht findet. Das ist Birkenmilchling. Das ist ein Edelkreizer. Ein Birkenmilchling. Das sind Edelkreizer. Erkenne ich sofort. Ich bin nämlich geschult. Das da ist ein Birkenmilchling. Ne. Das ist ein Fliegenpilzling hier. Da. Nehme ich trotzdem mit. Edelreizer. Stock. Das ist auch ein Edelreizer. Stein. Riesenschirmling. Jumping Young. Gallenröhrling. Steinpilz. Stock. Steinpilze. Warum will denn keine Steinpilze? Davon hätte ich jetzt welche. Riesenschirmling. Erkenne ich. Edelreizer. Scheiße. Gallenröhrling. Och, komm, ey. Okay.
Birkenmilchling. Gib mir eine Sekunde, ich... So. Ich habe gerade gelesen, den bekomme ich, also den kann man im Wald sammeln, den muss man finden. Der sieht aus wie eine liegende Vagina. Aber ich kann den auch bei Baranica bei Norbert kaufen. Norbert will den Scheißpilz haben und hat ihn selber. Was ein Arschloch das ist, oder? Der Typ? Wo bist du, Vogel? Pritschewitsch. Wo ist Norbert? Wo steht hier ein Eimer rum? Bist du Norbert? Krasimir. Wo ist der Tünnis denn? Arbeitet der hier gerade? Herbert. Mein Gott, Herbert, Norbert. Arschbert. Norbert! Du bist Jaromir, hau ab. Na also, zeig mir mal deine Waren. Birkenmilchling, gibst du mir jetzt gefälligst ein, du Penner. So. Oh, guck mal, ich habe alles, was du wolltest. Hallo. Ah, danke dir. Und hier ist deine kleine Belohnung für dich. Vielen Dank. So. Was ein Arschloch, ehrlich, ey. Alvins Geschichte geht weiter. Nee, warte auf den nächsten Sommer. Guck mal, ich kann mit Naida sprechen, die hat eine Armbrust. In Borovo. Da wollte ich jetzt eh hin. Krass, okay. Wir haben die neue Jagdhütte freigeschaltet, Freunde. Nice. Nice. Wir haben eine neue Jagdhütte. Einfach so. Warum siehst du so groß aus? So. Riecht schon gut. Ja, Wiesent. Wenn ich Pfeile hätte, würde ich ihm Wiesent in die Fresse schießen, aber ich habe nichts mehr. Stecken alle in den anderen Wiesens drin. So, ich muss mich duschen und was trinken. Aber wir kommen ja da unten Gott sei Dank an eine Stadt, die am Wasser liegt. Da sollten wir dann kein Problem haben. Ich weiß, wir sind bei 45 Minuten oder 48 mittlerweile schon. Aber chillt eure Base. Er gibt ein bisschen extra Content, weil ich hier nur durch die Luft, durch die Gegend renne. Und auch keine Cuts mache. Ja. Yeah. Ha! Stehen Boxen? Komm mal her. Bleib stehen, Hase. Du hast eh keine Wahl. Wenn ich dich boxen will, will ich dich boxen. Ich habe einfach den Hasen umgeboxt. Bin ich ein krasser Dude, ey. Hallo, Milena. Wo sind eure Händler? Bringt mich zu euren weisesten Menschen hier. Ida. Du schon wieder. Dieses Mal brauche ich Domogoys Ambrus von dir. Oh nein, nicht schon wieder. Mit dir spiele ich nicht mehr. Ach komm schon, sei nicht so. Nein, das kannst du vergessen. Wie viel willst du dann dafür? Auch deine Münzen helfen dir diesmal nicht. Du musst etwas für mich tun. Wir haben nicht viel Zeit. Das dauert nicht lange. Was soll ich machen? Du musst mir ein paar Fische besorgen. Und wehe, sie sind nicht frisch. Ich habe keine Zeit, mich mit dir zu streiten. Du sollst einen verdammten Fisch haben. Fischfilet. Also das ist eigentlich ja kein Problem, ne?
Haben wir hier einen Händler? Lorelei. Ich brauche saure Milch. Du hast wahrscheinlich nur Hühnereier, wa? Und schon wieder Dung. Es reizt mich hier mit dem Dung. Aber jetzt sind wir die ganze Zeit überladen. Okay. Jetzt sind wir dauerüberladen. Aber die haben auch keine Kuh, ne? Das ist ja echt ein Problem. Oh. Dann hilft jetzt nur noch rüber in die andere Stadt. Und da gibt es noch zig Aufgaben, die ich machen kann. Und der komische Herold ist auch noch da. Der Herold. Oh, okay. Fischfilet. Kriege ich ja schnell. Also wirklich schnell. Ohne Probleme. Ich brauche nur nach Hause. Da haben wir massenweise Fischfilet. Okay. Ist ja auch kein Problem. Ich gehe nach Hause. Gebe den Dung ab, damit wir hier mal safe sind. Und dann wird das schon. Wie ist das eigentlich mit den Feldern? Kann die doch von hier aus auch sehen, die Felder, ne? Oh! Gucke mal! Die hat die angepflanzt. Oh! Was braucht die? Weizensamen? Wir müssen Weizensamen besorgen. Okay, wir müssen noch ein bisschen was besorgen. Freunde, wir machen jetzt hier einen Cut. Ich bin in der nächsten Stadt angekommen. Ihr kennt das Ganze. Lasst ein bisschen Liebe da. Daumen hoch, kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein. Ciao.